Oh, ich habe nicht das Wissen, um das Objekt zu reparieren. Was? Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, mit mir spielt Rittersporn. Und das ist hier Mr. Schmiedehammer und das ist Mathilde, die leicht bekleidet ist. Machst du einen Balken vor die Brüste? Aber wenn uns Kinder zugucken... Das Spiel ist ab 18. Warum hast du nicht das Wissen? Keine Ahnung, ich habe es nicht. Ich habe dir eine neue Lanze gemacht. Das ist eine Billig-Lanze. Nein, das ist eine makellose, Mann, die ich gerade in Auftrag gegeben habe. Eine makellose. Ja, eine makellose. Aber die alte war trotzdem besser. Das war eine makellose, starke Lanze. Und nicht so eine makellose Lanze. Da brauch Wenn nicht, ich lern's einfach selber. Was machen wir, Heinrich? Sandsturm. Wir bleiben zu Hause. Und das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne kommentieren, liken. Es fällt heute aus wegen Sandsturm. Ja, ich weiß nicht. Ja, zum Vulkan könnte man mal hinlatschen und gucken, was da ist. Waren wir überhaupt im Vulkansgebiet? Nee, ne? Wir waren da noch nicht, nein. Wir können ja mal Vulkanski-Gebiet angucken. Weil da brauchen wir erstmal kalte Klamotten und dann brauchen wir warme Klamotten, ne? Wahrscheinlich. Und uns wurde gesagt, dass wir auf jeden Fall genügend zu trinken mitnehmen sollen. Also wahrscheinlich ist es sogar tatsächlich sinnvoll, wenn wir uns irgendwie einen kleinen Brunnen bauen, den wir dann immer auf- und abbauen oder so. Keine Ahnung. Das Wasser braucht ja auch immer eine Zeit X. Vielleicht brauchen... Man könnte ja erstmal... Jeder kann ja 2, 3 Trinkschläuche mitnehmen. Die sind ja schnell gemacht. Behaupte ich jetzt einfach mal so, um meinen jugendlichen Leichtsinn. Tierhaut und Zwirn. Ach, das müssen wir hier. Zwirn 200. Ich baue mal 6. Wo ist eine Tierhaut? Ich baue mir auch welche. Wo ist eine Tierhaut? Wir haben keine Tierhaut mehr. Woll. Wo ist das Zwirn? Wo ist die Tierhaut? Ich hab den Zwirn und du hast die Tierhaut. Ja, ich hab schon Zwirn gefunden. Dann machst du für mich auch gleich welche. Ja, du hast die ganze Tierhaut. Ich hab keine mehr. Ich kann 10 herstellen. Ja, ach, das reicht ja um Längen. Mach mal. Mach ich. So, dann hole ich mir noch. Wer hat den Brunnen damals aufgestellt? Du wahrscheinlich, ne? Hä? Du hattest den Brunnen aufgestellt. Ich hab sowas nie, bestimmt nie gelernt. Ja, aber ich würde da tatsächlich eher einen anderen Brunnen machen. Oder wir nehmen den von hier mit, keine Ahnung. Dann haben wir ja Weil hier das keinen Ding mehr. Ist, da das ja so ein Mitra-Brunnen ist, bräuchte ich dafür jetzt erstmal schwelende Essenz wieder. Ja, reicht da nicht normaler Pillepalle-Brunnen? Muss ich lernen. Kann ich nicht. Du kannst keinen Pillepalle-Brunnen? Nein, ich kann keinen Pillepalle-Brunnen. Dann lerne ich den. Mach mal. Dann baue ich einen Pillepalle-Brunnen. Mach mal. Stellt sich nur die Frage, wo war der enthalten? Werkbank eines Zimmermanns. Oh. Aber ich muss den doch lernen. Das war gerade nicht meine Frage eigentlich, aber ich gucke. Der war tatsächlich, glaube ich. Nee, das ist ein. Er ist tatsächlich bei Überleben, wenn du auf der Startseite guckst. Überleben. Du kannst einen Brunnen bauen. Das sehe ich von hier. Wo denn? Guck mal ein. Ah, da. Werkbank eines Handwerkers. Das ist ganz anderes. Der kann es auch nicht. Werkbank eines Die müsste doch die normale Werkbank einfach sein. Hätte ich jetzt auch gedacht. Ah doch, da ist sie. Alter, ist die teuer. Warum ist so ein Brunnen so teuer? Die Palisade. Seit wann wird denn die Palisade mit geformtem Holz gemacht? War das nicht einfach Knochen? Keine Ahnung, ich habe die Palisade nie gebaut. Kann das sein, dass hier wieder der Leibeigene alles erschwert? Nee, ist trotzdem so teuer. Ich will erstmal sämtliche Trinkschläuche auf. Ja,
Brunnen wird da nichts. Also ich brauche Teer. 225. Ui. Ja, ui. Da sind wir weit von entfernt. Gut, dann keinen Brunnen. Dann versuchen wir es mit Wasser. Trinkschläuchen. Ja. Vielleicht gibt's da ja irgendeinen geheimen Brunnen. Ach ja, vielleicht sieht ja der ein oder andere das bei mir. Ich habe so ein bisschen angefangen, unsere Basis etwas aufzuwerten. Weil wir irgendwann mal eine Purge spielen wollen. Oh ja, yeah, wir wollen rumpurchen. Ja, hier sieht man es auch auf dem Boden. Wir brauchen viel, viel, viel schwarzes Eis. So, wo ist denn dein Hottehü? Dann packe ich dir da eine Trinkschläuche rein. Ja, gute Frage. Dann packe ich es in deine Truhe. Oh, da ist nicht genügend Platz drin. Was für ein Wunder. Schmeiß ich sie halt auf den Boden. Ja, schmeiß da her, ich stehe hinter dir. Bitte sehr, 5 Stück. Danke. Dass man die auch nicht alle nach und nach... Was willst du? Ach, hast du doch alles schon voll gemacht. Hervorragend. Ja, hab ich doch gesagt. Nee, nur dass du die fertig sind, dass du die reinpackst. Und ich hab gesagt, ich geh dann mal die auffüllen. Was? Das hab ich nie gehört. Ja, nie hörst du mir zu. Oh, ich bin jetzt schon total voll, aber ich glaube, ich nehme meinen Tauchermaske nicht mit. Sandsturmmaske lasse ich, glaube ich, auch hier. Geil, ich bin überladen. Ah, die Sprengpfeile kann ich hier lassen. Brauche ich nicht. Ah, ich glaube, ich packe gleich ein paar von den Trinkschläuchen in mein Hottehü. Ich packe da meine Rüstung rein. Ach ja, jetzt habe ich kein Hottehü hier. Stimmt, die ist schwerer. Das ist gut. Wo ist denn dein Hottehü? Ich weiß es nicht. Bist du damit ausgerüstet? Ja. Nö, wenn, dann habe ich meins genommen. Ach, ich weiß, wo der ist. Jetzt fällt es mir ein. Das letzte Mal, als ich benutzt habe, habe ich ja das hier alles gebaut. Und darum ist es plötzlich hier oben. Ah, okay. Es soll ja auch. Das Pferd soll ja auch einen schönen Ausblick haben und genießen. Hm. Sehr nett von dir. Ja, ich weiß. Und das... Ach, scheiße. Das Pferd hat ja noch dieses ganze Zeug da drin. Ich war ja dabei, die Basis oben zu bauen. Kacke, jetzt ist dieses Kackpferd voll. Also in meinem Pferd war auch noch ein bisschen was drin. Aber ich habe es vorbildlich rausgenommen. Ja, ich war ja gerade eigentlich noch dabei, was anderes zu machen. Und da war das Pferd natürlich voll. Muss ich jetzt erstmal wieder richten. Ach ja, ich nehme vorsichtshalber ein Häutemesser mit, falls wir Tiere häuten können. Habe ich immer mit dabei. Ein Abhäutemesser? Ein Stahl-Abhäutemesser, ja. Okay, dann muss ich habe immer ein Abhäutemesser dabei, immer eine Spitzhacke, immer was zum Leuchten, obwohl ich zum Leuchten nichts brauche, weil ich ja eigentlich ein Nachtsichtgerät habe. Dann lasse ich das Abhäutemesser hier. Einen Leuchtstab habe ich für dich in Reserve auch noch mitgebracht. So. Ich habe auch einen Leuchtstab und meine Superfackel habe ich aber auch. Also wir beamen wahrscheinlich zum Eisgebiet und dann
ab. Müssen wir mal gucken, welches Eisgebiet sinnvoll ist, weil wir können tatsächlich nicht von der Seite auf den Vulkan, also wahrscheinlich da zu dem Eisgebiet da irgendwie in der Nähe von den Ruinen von Xulan, bei dieser Brücke des Verräters, da irgendwie. Da. Und da müssen wir irgendwie den Aufstieg finden. Ja. Achso, vielleicht sollte ich erstmal scheiße. Sollte es erstmal scheiße? Ja. Ich habe gerade die Sommerkleidung an und gehe in ein Wintergebiet. Vielleicht sollte ich erst die Winterkleidung anziehen und dann die Kleidung zum Sommergebiet wechseln. Das ist eine gute Idee. Ich weiß, darum sage ich es ja auch. Und ich nehme Heilpfeile mit. Ich habe dir auch noch Giftpfeile gemacht. Oh. Ja, die nehme ich jetzt gerade mal nicht mit. Ich habe da zwar 120 mit dabei, aber... Ich nehme mir noch was Gewürztes zu essen mit. Das kalte Gebiet, darauf scheiße ich. Da hoffe ich schnell wieder raus zu sein. Wo ich hatte auch bestimmt noch irgendwie heiße Getränke. Ja, Met haben wir. Aber Met ist schwer. Ach hier, ich nehme 3 Schwarzbuch drum mit. Zack, fertig. Dann habe ich wieder Platz in meiner Kiste. Okay. Ich habe noch ein bisschen Eisen, das ich muss. So. Dann brauche ich meine 2 Begleiter. Nein, nicht aufsetzen. Ah. Ich gebe auch meinem Pferd ein paar Trinkschläuche. Muss ich ja nicht alle schleppen, ne? Ja. Okay, dann können wir zum Bienen gehen. Ja. Ups. Mal erstmal gucken, wo der richtige Punkt ist. Ach, du hast den schon gefunden. Ich habe gerade aus Versehen den schon gedrückt. Weiter. Weiter. Den habe ich genommen. Dann nehme ich den auch. Und ob das richtig ist, weiß ich nicht. Ob wir sehen wirklich wir gleich richtig stehen. Seht ihr, wenn ja, das genau, das wollte ich sagen. So, wir müssen... Das sieht gut aus. Ja, aber wir müssen ja nicht da in dieses Gebäude hochreiten, oder? Nee. Was meinst du? Wo könnte hier der fucking Eingang sein? Ich würde fast sagen, wir reiten runter und dann nach links Richtung Eisspitzenkluft. Ja, also genau. Gut. Aua. Hört auf zu kämpfen und folgt uns. Hoffentlich bricht das Eis nicht ein. Oh, da vorne ist tatsächlich sogar... Ein Weg? Nein, hier ist das Eis durchbrochen. Oh. Müsste theoretisch wärmer sein, ne? Also erstmal ist es hier noch sehr kalt. Nee, bei mir ist kalt. Oh, hier müssen wir nach links. Jetzt ist es mir auch sehr kalt. Was ist das denn? Ein Gewürz oder so. Ich reite mal weiter, mir ist kalt. Eislotus. Hm, links oder rechts? Sollte quasi scheißegal sein. Ich nehme links. Okay. Ich folge dir. Oh, da ist ein sehr großer Steinnase. Da
Da will ich nicht lang. Oder wollen wir dran vorbei? Wir können auch rechts rum reiten. Jetzt rechts rum, okay. Ja. Ihr Schnuckis. Ah, das sind die nächsten Schnuckis. Oh. Dann gehe ich nochmal rechts. Nee, jetzt war links, Entschuldigung. Jetzt habe ich mich hier verirrt. Ja, ich bin gerade ausgeritten. Dann nochmal rechts. Diesmal wirklich rechts. Ja, wir müssen es eigentlich theoretisch gleich wiedersehen. Ah, hier sieht es aber gut aus nach dem Aufgang. Hier sind aber viele ätzende Muschis. Ah, ich bin der Vulkan. Oh, da ist ein Drache. Hä? Bist du an mir vorbei? Ja. Du müsstest an mir vorbei sein, ne? Ne, ist ein Untoter. Und da glitscht ein Block. Ah! Ach, jetzt sehe ich, wo du bist, okay. Und starker Drache? Nein, normaler Drache. Dann lass weiter. Wir können auch später mit ihm spielen. Wo bist du denn? Rechts. Da ist irgendwas Großes rechts. Ich kenne es nicht. Ja, ich sehe dich aber gerade nicht. Ich habe nämlich gerade nicht gesehen, wo du. Ah. Der Drache geht in deine Richtung. Okay. Genau, und da ist das ein Werwolf, ein Döner, ich weiß es nicht. Ein Yeti-Werwolf, Yeti-Bär-Werwolf. Ich habe keine Ahnung. Ist das hier heiß? Kann man hier weiter? Ich wollte eigentlich die kämpfen lassen. Ich habe die mal zusammengeführt. Okay, ein bisschen. Ja, ich komme. Ich dachte mir, dann haben die sich ein bisschen lieb. Felssturzflucht. Ist doch schön. Hier ist mir aber immer noch kalt. Ja, ah, rechts geht's weiter. Also müssen wir wieder noch weiter in die Höhe. Weißt du, was wir vergessen haben? Wir hätten vielleicht schon mal einen Kartenraum machen sollen. Scheiße. Vielleicht hätte es da irgendwas super Geiles gegeben. Ja, auf jeden Fall gibt es da oben irgendwo auch einen Obelisken. Das ist schon mal gut. Den müssen wir finden. Da, bei der Kluft lang? Ja, würde ich auch sagen. Falls ich gleich weg bin, oder ist ein großer Drache? Ja, den wollte ich gerade meinen hier mit rechts, aber... Wie, du bist gleich weg? Wegen der Katze oder was? Nein, falls ich gleich weg bin, dann liegt es daran, dass die Katze hier über die Tastatur läuft. Musch aus! Böse Musch, hier ist, hier geht's nicht weiter. Oder? Man kommt hier noch eine Ebene drauf. Geht's hier vielleicht weiter? Ja, hier geht's weiter. Okay. Ich schreite jetzt hier einfach mal lang. Oh, ich habe Leben verloren durch was auch immer. Ist das hier noch ein Weg oder ist das kein Weg? Das ist ich glaube nicht, dass das noch ein... Ah! Ich glaube auch nicht, dass das ein normaler Weg ist. Danke. Gut, also hier ist schon mal falsch. Das heißt, die andere Seite wäre richtig gewesen. Jetzt weiß ich, woher ich auch meinen ganzen Lebensverlust habe. Kriege ich immer von dir. Hätten wir auch gleich hier ein Schild aufstellen können. Hier kommst du nicht weiter. Oh, hier ist eine Höhle. Ob die vielleicht uns zu dem dunklen Gebiet führt? Oh, nee, ist ein Dungeon.
Oder vielleicht auch irgendein Dungeon. Boah, ist das heiß. Extrem heiß. Plätze. Ich brauche Kleidung. Oder ist das vielleicht schon das Gebiet, was wir haben wollten? Keine Ahnung. Ich ziehe mir gerade erstmal was anderes an. Alter, ich habe immer noch... Nee, jetzt nur noch extrem heiß. Ich habe auch schon Lebensenergie verloren durch die Scheiße. Ich auch, und zwar ordentlich. Kannst du auch echt übertreiben hier. Wir sind auf dem Vulkan. Ich glaube, mir ist immer noch sehr heiß. Ja, mir ist nur noch heiß. Ich habe gerade etwas Wasser getrunken. Und da sehe ich auch den Obelisken. Ich habe mich ein bisschen nackig gemacht. Ist immer noch sehr heiß. Ach. Oh, hier kämpfen ja Menschen gegen irgendwas. Lass uns erstmal zum Obelisken gehen. Genau. Steinnasen. Aua. Warum schießt du mich ab? Schießt die Steinnase ab. Ist immer noch sehr heiß. Mir ist nur heiß. Ist der Helm so heiß? Keine Ahnung. Probier mal, ob es vielleicht besser geht, wenn du dein Oberteil anziehst, weil die Kleidung hilft eigentlich dagegen. Gegen Hitze. Weil hier ist mir jetzt auch sehr heiß. Ja, immer noch sehr heiß. Sehr heiß geht ja. Gott, wie soll man hier denn weiterkommen? Wo wollen wir lang gehen? Das ist keine normale Steinnase, oder? Meine Magma-Steinnase. Gibt aber auch nur das Übliche. Ja, wo wollen wir lang? Da bei den beiden Fuzzis? Oh, sieht erstmal sehr heiß aus hier, aber... Ja, da war ich noch nicht. Ja, ich auch nicht. Kälter kann es ja nicht mehr werden hier. Weg des Büßers. Oh, tut Buße. Oh, der Dolch, das ist gefährlich. Das ist Tma, der Geschmeidige. Tja. Haben die Leichen was Tolles hinterlassen? Ein Obsidianhammer. Cool. Ey! Die hat ja einen. Wollen wir mal die Pferde loswerden? Die einfach abstellen, vielleicht am Eingang, ne? Ja. Ja. Stellen wir hier so ab. Oder da. Leibeigene sind hier nicht zulässig. What? Ich hasse es. Tja, müssen wir sie wohl mitnehmen. Dann eben nicht. Versuch war es wert. Folgen wir doch einfach mal dem Weg des Büßers. So, ich habe meine schönen Eispfeile. Es ist mir schon wieder extrem heiß. Ah!
Ich hoffe nur, meine Herzen werden nicht schlecht. Oh, in der Klippe kann man richtig gut Klippenspringen machen. Oh, eine Truhe. Ach, Magma, Wichser. Ich hab einen Obsidian-Hammer. Durch diese ganzen Kackpferde kannst du niemanden Bogen schießen. Extrem heiß. Guck mal, das sieht doch da gut aus, wo es da so. Also dieses Türmchen. Ja. Ich hoffe nur, es wird nicht wärmer. Weg des Gläubigen. Sieht aber ganz schön kaputt aus hier alles. Oh. Heinrich? Ja? Sprichst du mit mir, der Boden ist Lava? The floor is Lava. Da drüben ist Obsidian. Aber ich will da erstmal zu dem Dings darüber kommen. Hm. Oh, ich ahne, was kommt. Siehst du da diese? Ich sehe gar nichts. Ah, schubst mich auch runter. Ja. Danke. Da oben kommt ein Floß. Ach du Jemine. Also ich verbrenne hier auch schon währenddessen, glaube ich. Echt? Hast du ein bisschen Wasser getrunken? Ich trinke die ganze Zeit Wasser. Oh, wie lange braucht dieses scheiß Floß, um hier runterzukommen? Ich hoffe, ich schaffe das, da drauf zu springen. Oh, hier ist es ja schon. Nein. Eis. 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 Ach, Steinnasen. Mach mal, ich muss das noch rein. Fuck! Was denn? Leto ist tot. Hat sich zu lange auf der Lava aufgehalten. Scheiße. Und dein Pferd? Die lebt noch, hoffe ich. Nein, anscheinend auch nicht. Cool. Das ist geil, weil Impona hat meine Klamotten. Aber die liegt noch da. Aber dann bist du wieder schwer, ne? Jawohl. In meinem Fett ist, glaube ich, noch ein bisschen Platz. Ich nehme erstmal alles mit. Ja. Scheiße. Jetzt muss ich mir einen neuen Getreuen wieder hochzüchten. Neues Pferd, neuer Sattel. Nein, ein Ersatzpferd haben wir ja noch.
Ja. Okay, ich nehme mal den Leuchtstab daraus. Ja, wiegt ja nichts. Pack da meine Fellkappe rein. Okay. Ich kann wieder nochmal laufen. Ja, ich glaube, das war jetzt nur die erste Aktion wahrscheinlich mit Lava. Ich vermute da hoch irgendwie. Ja, sieht gut aus. Das weg. Das hin. So. Die Quelle von Skelos. Wo bist du? Hier ist ein Viech und ich bin alleine. Wo bist du denn? Was ist das denn? Ich bin da hochgeklettert und hier ist ein komisches... Ich weiß nicht, was das ist. Du bist wahrscheinlich noch höher geklettert. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ja. Ein weiß nicht, Schlangenviech, irgendwas mit uns Viech. Mach mal. Leto, oder wie du heißt. Nein, da ist ein Gegner. Ich bin fast tot, du Wichser. Ich höre dich auf jeden Fall. Ja, ich bin unter dir wahrscheinlich. Aua. Achso, mir ist extrem heiß, darum verrecke ich gerade. Ja, schon wieder fast tot. Ah, scheiße, ich sehe nichts, ich sterbe. Ich kann nicht abhauen. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Warum ist es hier so dunkel? Scheiße. Ich mag den Vulkan nicht. Nein, ist auch gleich tot. Hau da ab. Jo. Dann hau ich ab, ist wieder extrem heiß. Ach, es wird hier nicht besser. Es wird hier nicht besser. Oh, ey, ich hab doch gerade getrunken, Mensch. Ich muss erstmal heilen, das ist das Problem. Hack den doch einfach tot da. Ist er tot? Danke. Okay. Dann mache ich hier einen taktischen Rückzug. Ja. Immer auf 6 drücken. Obsidianwaffe erhalten, das ist aber nichts etwas. Nein, wie geht's dir? Alles Knorke? Heil dich mal hoch, Junge. Ich esse auch nochmal was. Also ich glaube, wir brauchen hier auch nicht nur Getränke, sondern auch sehr viel Heilung. Weil wenn du mal nicht was trinkst, dann verreckst du ja gleich. Damit hatte ich tatsächlich kein Problem. Doch, ich während des Kampfes. Ich hatte während des Kampfes das Problem, dass die mich zerhackt haben. Nee, so schlimm haben die mich nicht zerhackt. Ja, du bist ja auch nicht allein. Ja, warum ist das alles jetzt so dunkel? Sehe ich den Weg schon gar nicht mehr. Ach, hier ist eine Leiche. Bin ich das?
Ja. Oh, wenn du was von mir mitnehmen kannst, wäre das extrem geil. Du besitzt nichts. Du besitzt. Das besitzt du nicht, kann ich nicht. Aha. Ich kann nichts mitnehmen. Tut mir leid. War das Ding vorbei? Kommt das nächste Flugtaxi hier? Plötze, renn da nicht rein, sonst renne ich dich raus, du. Flugtaxi kommt. So. Heiß, heiß, heiß. Plätze wurde getötet. Schnell weiterlaufen. Die Plätze waren ja nur meine Winterkleidung. Meine Klamotten waren da auch drin. Cool. Wer hatte eigentlich diese beschissene Idee, auf dem Vulkan zu klettern? Du? Nee, du hast den Vorschlag gemacht. Du hast ihn mir offscreen gemacht. Ich komme auch nicht mehr ran. Ich hab nein, nicht wieder. Nein, lauf da nicht hin. Nein, nein, komm. Nicht dahin laufen. Ist jetzt weg. Ist weg. Die Sachen sind weg. Und ich fand das Wintergebiet schon scheiße. Aber dass man das noch toppen kann in Beschissenheit, ist ja riesengroß. Ja, wir hätten die Pferde gleich ganz draußen lassen sollen, aber ich finde es schade um die Begleiter, dass die auch so schnell krepieren. Das ist halt assi. Genau. Du bist ja schon quasi gezwungen, ohne Begleiter hier reinzulaufen, aber das überlebst du ja nicht. Ja, das heißt, wir müssen jetzt erst wieder Begleiter. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal einen coolen Begleiter. Also so ja, dann ist schon eine Folge dabei, Begleiter sammeln. Ja. Und danach am besten gleich mehr als nur zwei. Ja. Neue Rüstung. Nee, kein Bock. Hau ab. Fick dich. Mir ist... Das Schlimmste ist, mir ist nicht nur im Spiel scheiße heiß, mir ist in echt auch scheiße heiß. Nur mal so nebenbei erwähnt, darum bin ich auch so aggro. 28 Grad habe ich nur Raum. So, jetzt friere ich mir den Ast ab und krepiere deswegen. Ach, ich habe ja kein Pferd. Geil. Ich komme hier auch nicht weg. Dann mal gucken, wie weit ich komme. Bei extrem kalt. Ich glaube an dich. Nee, ich meine, Rum ist ja auch weg. Eisdrache voraus. Und das ist leider so... Ich weiß, was das cheat ich einfach bei den Server-Einstellungen. Dass du da nicht so hardcore gefickt wirst. Ich kann so schnell fressen, kann ich gar nicht, wie ich hier erfriere. Hast du da nichts Gewürztes dabei? Im Pferd. Ah, da ist es gut. Wozu brauche ich denn, wenn ich im Vulkan bin? Hui, ich drücke gerade hier fressen, trinken, alles.
Jetzt muss ich wieder fressen, trinken, Eiltrank. Ja, kein Bock mehr. So, jetzt bin ich hier wieder bei diesem komischen Werwolf. Warum habe ich denn diese Scheiße hier nicht? Scheiß Werwolf. Ich muss hier nackelig, halbtot durch die Wüste laufen. Fresse. Scheiß Schlange, fick dich. Nee, also Temperaturen gehen mir hier in diesem Spiel ziemlich auf die Nüsse. Also ich finde es gut, dass es sowas existiert, aber dass man noch nicht mal gegen anfressen kann oder antrinken kann, dass man wirklich auf diese Kleidung, das kotzt mich an. Ich habe das auch in keinem anderen Spiel bisher so erlebt, dass es, also in Bad Conan ist das wirklich extrem. Nee, ihr könnt mich auch mal. Geht nach Hause, ihr Scheißgeister. Kein Bock auf euch. Na, wir müssen, glaube ich, echt einfach auch wieder... Ja, wir müssen auch Rüstungen machen. Ja, wir müssen Rüstung machen. Wir müssen so Grundsachen wieder zusammensammeln. Ja. Also wirklich auch Haut. Na, wir brauchen dringend Sternmetallbarren. Wir brauchen alles. Das, also wir sind hier gerade wieder auf Null zurückgeschmissen worden. Ey, ich kotze. Ja, nee, das beamen wir ab. Das kürzen wir ab, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich werde die Temperaturen ändern und dann lassen wir mal so 1000, keine Ahnung, Sternmetalls bauen. Also wir können gerne mal ein bisschen wieder auf Sammeltour gehen, mal eine Jagdsaison machen und so. Das ist ja alles gut und schön, das ist aber... Boah. Ich finde ja auch gut, dass die Lava heiß war. Mich regt's nur auf mit dem... Wenn das Spiel so knüppelhart ist, also jetzt von der KI, also, dass du gestorben bist oder ich, das ist ja okay. Aber mich regt es um die Begleiter auf. Weißt du? Du hast den Begleiter besorgt, du hast ihn hochgelevelt, du hast eine Rüstung besorgt, du hast da Zeit und Energie. Und dann ist die KI so blöd und läuft durch die Lava. Kann doch nicht mehr hüpfen. Ja, vor allem bleibt sie anscheinend da stehen. Ja, bleibt auch stehen, weil wir den Weg, weil wir haben unsere Pferde dabei gehabt und wir haben ja auch keinen Platz. Da ist ja zu wenig Platz für alle Leute. Was man hätte machen können, ist einzeln rüberspringen. Aber auch da wäre bestimmt entweder das Pferd oder der Mannequin gestorben. Das ist eine Titanic-Situation. Da ist so eine scheiß fucking Tür und da ist nur Platz für einen Vollhorst drauf. So. Und wir haben halt, waren jetzt 6 Vollhorsts. Und da passen aber vielleicht nur 2 drauf. Und darum sind's. Also wir hätten auf jeden Fall, auch wenn nur einer von uns draufgesprungen wäre, wäre einer gestorben. Entweder das Pferd oder unser Begleiter. Definitiv, da werde ich mal nachschüffeln. So. Und darum werde ich mir Sternmetalls bauen lassen oder sowas. Keine Ahnung. Bin gerade aggro. Hab Bock auf Bier. So. Jetzt bin ich nackig hier mit meinem Schwengel. Schlechte Laune. Das sind so Momente, da möchte ich mal einen Baseballschläger nehmen und derjenige, der dafür verantwortlich ist, mal durch die Fresse zimmern. Fun, komm, wer hat das von euch gemacht, ihr Wichser? Naja. Ich hoffe, ihr hattet euer Spaß. Okay. So, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich traue mich gerade überhaupt nichts zu sagen. Ja, Entschuldigung. Guckt mal die Videos von Civil War, wie ich mich da aufrege. Das ist hier noch Kinderkacke. Wenn die Wichser mit, wenn die Nordstaatler dann meine Flanke da kaputt gemacht haben, ja? Oh,
Denkst du, wie ich da abgerast bin? Eine Stunde lang gab es da nur noch Gebrüll. Okay. Oder Südstaatler. Ich habe ja beide gespielt. Hat mich immer aufgeregt. Schickst du gute Einheiten in die Mitte als Linie, denkst du, die halten durch, die haben gute Moral, dann knicken die ein, die Wichser. Mein schönes Schwert mit dem Herz der Sippengeißel ist weg. Ach, bei mir ist alles weg. Wozu habe ich überhaupt Giftpfeile gemacht? 120, die brennen jetzt irgendwo im Vulkan. Ach nee, warte mal, meine Giftpfeile müsste ich doch noch haben. Entschuldigung, die sind ja nicht verbrannt. Ich bin ja irgendwo gestorben. Wo bin ich denn gestorben? Wo war mir den Arsch kalt? Sehe ich meine Leiche noch? Ja. Aber da renne ich jetzt nicht hin, weil ich keinen Bock mehr habe. Und wenn ich den Server ausmache und wieder anschalte, ist die Leiche eh weg. Thema hatte ich ja schon mal. Naja. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüssikowski. Lasst vielleicht dem Heinrich einen netten Kommentar da. Ich glaube, der braucht irgendwie du, was mir Nettes. Ist zu kalt. Mir ist zu kalt. Ich gehe mal in den Ofen hier. Oh, schön abkühlen. Nicht mal hier ist es so heiß. Ich stehe im musst, Feuer. Du musst schon in die Mitte. Ja, aber guck mal, nicht mal hier ist bei mir extrem heiß. Mir ist nicht mehr kalt. Also ich habe hier gar nichts. Natürlich. Ach, egal. Ihr Lieben, lasst doch mal den einen oder anderen netten Kommentar für Heinrich da. Ich glaube, der braucht ein paar aufmunternde Worte. Wo ist ein Kamel? Ich will ein Kamel boxen. Wo ist das Kamel? Wir haben ein Kamel gehabt hier. Wo ist das Kamel? Ich will dich boxen. Du hast mich angespuckt. Komm her! Aber bevor wir jetzt doch letzten Endes gehen, möchte ich euch noch zwei Leute vorstellen. Und zwar unsere Steinnasenwächter. Oh. Da haben wir einmal Stony McStoneface und Steinfried Steinnase. Das ist ein cooler Name. Stony McStoneface. Steinfried Steinnase. Die sehen sogar richtig cool aus. Mit dem breiten Kopf. Sie sehen doch nicht die normalen Steinnasen aus. Das sind aber normale Steinnasen. Nein, das ist doch nicht normal Steinnasen. Die wurden mir als Steinnasen angezeigt. Habe ich mir die nie angeguckt. Sie also, haben die nur. Alleine das mit den beiden Piken hier unten und einmal die Pike über oberen Kopf. Ich glaube, das haben doch keine Steinnasen. Warte mal, wo sind die nächsten Steinnasen? Haben wir hier unten in der Ecke nicht welche gehabt? Warte mal. Das klären wir gleich. Komm her, du Scheißkamel. Kann ich nicht reiten? Nein, kann ich nicht. Scheißkamel. Und wieso produziert meine Goldadersteinnase keine Goldklumpen mehr? Kann ich nicht reiten? Ah, ich brauche einen Sattel. Mist. Ach, dann geh doch. Kann ich da jetzt zu Fuß hin? Nackig wie der Server ihn schuf. Genau. Ich will jetzt wissen, wie die Steinhasen aussehen. Gab's denn nicht gleich welche um die Ecke, da in Salzwüste oder so? Ja, ja. Zweimal passieren, ich hab doch schon alles verloren. Du bist etwas fatalistisch gerade. Ach, wie hoch. Ich will jetzt mal eine Steinnase haben. Naja, wenn du stirbst, bist du immerhin schnell zu Hause. Ja, das ist wohl wahr. Ach, jetzt weiß ich warum. Ah. Nee, ich weiß jetzt, warum ich jetzt da am Arsch der Welt gespawnt bin, weil mein anderer Spawnpunkt hier weg war. Und da ich jetzt gar keinen Spawnpunkt mehr habe... Ja, die haben das nicht. Die sehen anders aus. Die Kopfform ist anders. Die Piken, die ich meinte, die haben wir nicht. Also die haben unsere, aber die normalen Steinnasen nicht. So, haben wir das auch geklärt oder kommt weiter hinter mir her? Ja, dann haben wir das nochmal geklärt. Sehr schön. Ja. Mit diesen Bildern, mit dem nackigen Heinrich, verlassen wir euch. Ja, weg. Schwengeldengel, hoch da. Dann haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.